Ich habe in jungen Jahren, als das Fernsehen in Österreich eingeführt wurde, die Hoffnung damit verbunden, dass Fernsehen wieder ein wichtiges Instrument der Förderung, der Bildung der Massen, also umso mehr Menschen gebildet sind, desto besser kann sich eine Demokratie entwickeln. Diese Idee haben damals einige Leute, unter anderem auch ich, gehabt. Und diese Idee ist bitter enttäuscht worden.